Und es geht direkt weiter mit Lost Planet. Joe, ich schieße mal kurz die Stacheln der Robby. Damit uns auch ja nichts passiert. So. Bam, 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 bam. Noch ein bisschen Thermalenergie ist okay. Nehme ich dieses Maschinengewehr mit. Diese tolle VS, der da rumliegt, ne? Diese tolle, tolle VS. So, eigentlich ist die. Wie soll ich es machen? Also eigentlich habe ich es ja wirklich gern, wenn ich zwei Gatling, also auf jeder Seite eine Gatling habe. Aber ich mir. Okay. Ihr habt gerade kein Bing gehört. Das habt ihr einfach mal ganz schnell überhört. Alter, ernsthaft? Ernsthaft? Tablet, ernsthaft? Was zur Hölle? Nein. Ah, hier drüben müsste eigentlich. Ah, da liegt sie. Da liegt das! Energiegewehr! Was? Nein. Hier ist noch ein bisschen Munition, wollte ich schon sagen. Ein bisschen Thermalenergie für uns, damit wir auch jahrelange im Dings aushalten. Im VS, weil wir ihn brauchen. Nehme ich Klebegranaten mit. Falls wir aus dem VS raus müssen. Und noch eine Gatling? Hä? Okay. Ernsthaft? Ich dachte eigentlich. Oh, okay. Ich dachte eigentlich, hier liegt irgendwo ein Schrotgewehr rum. Ah, da ist es. Oh Gott, Kinder, was mache ich denn? Also manchmal. Nee, das ist auch eine Gatling. Hä? Okay. Gut. Also anscheinend gibt es hier nur Gatling-Kanonen. Ist okay. Ich dachte, dann gibt es ja beim Boss unten ein Schrotgewehr für ein VS, aber hey. Hey, braucht doch keiner. Braucht doch keiner. So, 800 auf jede Seite. Ist ganz nett. Patsch, 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 patsch. Noch ein bisschen Energie mitnehmen. Whee. Was mache ich auf X? Was? Ach, wir haben auf X haben wir eine Rauchwolke. Nett. Also auf X ist immer so der Special-Knopf für jeden VS. Nett. Nett. Und es geht los. Dieses Viech, ne? Das Viech. Wir können die Dinger da oben abschießen, dann kriegt es ziemlich was aufs Maul. Oder wir schießen ihm zuerst seine Arme weg, was eigentlich die leichtere Variante ist. Ja, und ihr habt gesehen, es hat schon immensen Schaden bekommen durch das. Durch den. Also, wie heißt es? Nicht, ja, nicht Steremit, Steremit vor allem nicht. ich weiß nicht mehr, wie die Dinger heißen, verdammt. Steremit? Ernsthaft? Nee. Ich weiß nicht mehr, wie die Dinger heißen. Stalaktit. Stalaktit und Stalagmit, genau. Stalagmit sind die aus der Decke und Stalaktiten sind die aus dem Boden. Glaube ich. Oder andersrum. Stalagmiten sind die aus dem Boden. So rum war es. Also immer erst die Arme abschießen, weil dann ist das Viech kurz gelähmt und irgendwann scheiße. Sollte es auch klappen, dass beide weg sind. Und dann fällt es so auf den Boden und dann ist eigentlich der Schaden schon vorprogrammiert, weil wir die ganze Zeit nur auf die Stirn schießen müssen. Es kommt. Tablet, bitte. Was? Zur Hölle tust du da, Tablet? Ah, der war daneben. Okay, aber das Viech ist gerade irgendwie ziemlich einfach. Okay, gut. Ah, die Dinger da am Körper können wir auch noch abschießen, wenn wir wollen. Wir können so viel. Oh Gott. Oh Gott, Schaden. Schaden, 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 Schaden. Wir können so viel abschießen, wenn wir wollen. Und ich laufe auch noch voll in den. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Danke, dass der Arm abgegangen ist. Das wäre ziemlich, ziemlich derbe für uns gewesen. Und der zweite Arm ist auch noch ab. Und jetzt kriegt's den Todesstoß. Tot. Tot, du bist tot. Komm, das Ding auch noch ab. Oh, du bist tot, Mann, du bist tot. Ich habe da früher mal solche Probleme gehabt, ich weiß gar nicht warum. Oh, aber dieses Tablet, manchmal, ne? Entschuldigung für das Bingen. Ich weiß nicht warum, ich habe es eigentlich ausgemacht, das Programm, aber es bingt irgendwie trotzdem.
Wer weiß. So, ein U und ein R. Wunderschön. Die Mission mal kurz. Irgendwie. Bisschen. Oh, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. We finally made it to the Green Eye. Yeah. I'm sorry. Huh? I'm sorry that I said I couldn't trust you before. Oh. Don't worry about it. When Yuri left, we all felt abandoned. You could have easily moved on too, but you stayed with us. It means a lot, Wayne. Thank you. I'm really sorry for what I said. Jetzt auf jetzt. Warum kommt die jetzt schon wieder her? Boah, die ist Boost. Die liebt den großen Ausdruck. Long time no see. Back for revenge? Not this time. Alright. Then show us your face and give us a name. Oh, das Wort bitte gehört, bitte. Nee, irgendwie. Oh. Nett. The name is Basil. I have business with Solotov. She must be talking about Yuri. Remember? Yuri's last name is Solotov. What's the meaning of this? I looked into it. What are you talking about? You're working for Dr. Solotov. Why do you insist on hiding him? Did you expect we would just give him up to you? You have no idea who he really is. He led my family and many others close to me into a trap and killed every last one of them. Nonsense! I'm not here to debate this. Just hand him over. He's not here anymore. Why should I believe you? Because it's true. Look for yourself. So, he went over to Nevek then. Nevek? It's not so surprising. Solotov used to be one of them. Don't lie about Yuri! Believe what you will. What's your name? Wayne. Wayne. We came here for the Green Eye. Yo. Vielleicht doch noch jemand. Yuri ist vielleicht doch nicht der, den er der vorgibt zu sein. Okay. Gut, aber ne, Mission 6. The Green Eye. Ich freue mich. Mach dich auf den Weg zur verlassenen Kuppel, kämpfe dich durch die Ruinen der alten Stadt und du spürst eine gewaltige Thermalenergie-Erkennung. Was? Energiekennung, ah. Die vom grünen Auge kommen könnte. Das Innere der Kuppel. Innen scheint es nicht nur die für Agriden typische Thermalenergie-Erkennung zu geben. Sei vorsichtig, das könnte bedeuten, dass ein Schneepirat, nur ein Schneepirat, oder Nevek in der Nähe ist. Mhm. Der eine Schneepirat wird es auf jeden Fall rumreißen. Was zur Hölle? Oh, diese Mission, also diese Karte, ist im Multiplayer eine super geile Teamplayer-Karte. Also, das ist wirklich cool. Macht mir echt Spaß. Oder hat mir zumindest Spaß gemacht damals. So, jetzt müssen wir gucken. Da sind überall Schneepiraten. Oder. Ah, das sind Nevek-Typen. Ich will da eigentlich. Will ich die Plasmagranaten? Nicht, gell? So, da oben ist ein wie S. Okay. Die haben eine ganz nette Waffe da in der Hand. Und zwar ist es das Plasmagewehr. Das ist echt cool. Es funktioniert wie ein normales Sturmgewehr. Nur schießt es auf Kosten der Thermalenergie. Also sprich, wir haben dann eigentlich ein Sturmgewehr, was mit unserer Thermalenergie schießt und das ist super cool. Bam. Der ist tot. Du solltest tot sein. Ich verschwende jetzt nicht noch einen Schuss an dich. Idiot. So. Du bist auch tot. Sehr gut. Ich will noch hoch. Oh Gott. Das war knapp. Das war ein bisschen arg knapp. Shoot, shoot. Shoot, shoot, shoot. Hast du da unten? Haha. Komm ich da hoch? Ich würde gerne wissen, ob man da hoch kann in der Kampagne. Ich weiß es nicht. Autsch. Natürlich. Kann man. So. Da unten. Ah, okay. Ist okay. Ich verliere so kein Leben. Ah. Nee, kann man nicht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Voll in die Mitte. Nein.
das war jetzt eigentlich perfekt reingerollt. Ich bin zwar gestolpert, okay, aber das tut man auch so, wenn man in die Raketen reinrollt von einem anderen. Oh Gott, so viele Leute, ich will da hoch. Oh Gott, ich will da nicht hoch. Ah, Hilfe. Und ihr seht es da schon in den Schatten. Seht ihr den Schatten? Da oben muss irgendwo eine Dings sein. Boah, eine Münze. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Boah. Und es muss irgendwo eine Münze sein, die den Schatten dahin wirft. Oh Gott, was war denn das für ein Schuss? Ah, da oben sind welche. Jetzt. Hi. So. Stirb, bitte. Danke. Du lebst immer noch. Was zur Hölle? Danke, er ist tot. So, und dann du auch noch. Du stehst mir voll im Weg, oder halt, ne? Stehst mir nicht im Weg, du willst mir voll im Weg stehen. Mit einer... Ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Was? Habt ihr gesehen, der ist reingerollt? Das ist meine Granate reingerollt, der Sack. Dieser Penner. Voll in die Granate reingerollt. Das ist eigentlich... Ah, da oben. Hi. Komm her. Ich hab den mit der Rakete aus seinem Ding rausgeschossen. Das ist auch... Oh, noch eine Münze. Was ist los? Ja, die Karte ist ziemlich kurz, also... Deswegen sind die Münzen wahrscheinlich so aufeinander gestapelt. Zack, du bist tot. Ich will... Wo kommt denn ihr her? Wie random das manchmal ist. Kommen die einfach von da oben so runter, gedingst. Wunderschön. Also ich find's cool. Und ja, in einem höheren Schwierigkeitsgrad könnte man ja auch nicht einfach so rum... Wo kommst denn du jetzt her? Könnte man ja jetzt auch nicht einfach so rumstehen und dann draufschießen, dann wird man schon ein bisschen Leben verlieren. Und ein bisschen arg viel Thermalenergie. Ja, Hilfe. So. Bam, alles kaputt. Oh, Raketenwerfer, sehr schön. Brauche ich gleich unbedingt. Das, oh Gott, geh doch da hoch. Mann. Geh doch einfach da hoch. Danke. So. Also mit einem Plasmagewehr ist es ziemlich schwer, einen Headshot zu verteilen. Muss ich mal sagen. Auch selber, wenn man selber sehr gut mit einem Plasmagewehr umgehen kann. Ich habe keine Ahnung warum. Ich glaube eher, weil es sonst viel zu immer wäre. Weil dann hat man ja eigentlich keine Begrenzung zum Schießen. Hat man dann eigentlich keine Begrenzung zum Schießen, also wäre ein bisschen krass. So, warum ich nicht weitergehen wollte? Weil da erstmal random so ein Kollege da appeared. Bam, Headshot. Sage ich und verteilen Headshot. Bam. Oh nee, voll gegen die Rakete vom anderen. Dumm. So, wie S. Deswegen wollte ich die Raketen haben. Er müsste kaputt sein. Nee, jetzt ist er kaputt. Was? Geh kaputt! Danke. Ja, jetzt habe ich ihn umkippen sehen. Jetzt ist der gestorben durch die Explosion vom VS. Ja, ich glaub's ja nicht. Das ist ja... Ne? Wie dumm. Ist hier noch irgendwie eine Münze? Weil es wäre cool, wenn ich es mal schaffen würde, alle Münzen in einer Mission zu finden. Ha! Ich find's cool. Naja. Aber ich glaube... Ah, da vorne könnte noch eine sein. Moment, 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 Moment. Da links in der Ecke, da könnte eine sein... Nö. Ah, da. Hi. Wow. Also, das ist doch... Wenn es nur 5 Münzen sind, dann weiß ich sogar, wo die letzte... Headshot. Wow. Okay. Wenn es nur 5 Münzen sind, weiß ich sogar, wo die letzte ist. Wow. Keiner hat getroffen. Oh, das war ja jetzt peinlich. Komm her. Bam. Was? Da wenn man zum Beispiel die Waffe vor sich hält, dann ist ein Headshot ziemlich unwahrscheinlich. Bam. Entschuldigung. Ich find's gerade ein bisschen lustig. Da sollte auch irgendwo eine drauf sein, aber ich sehe gerade keine. Oben ist auch keine. Ich sehe mich nur gerade ein bisschen um. Weil ich fände es echt cool, wenn ich mal alle finden würde. Haha. Wow. Mein Gespür, ne? Mein Gespür.
Und, oh, jetzt kommt eine kleine Szene. Hier kommt man gar nicht mehr hin. Hier ist eigentlich abgesperrt. Oder da vorne ist abgesperrt oder irgendwie sowas. Wenn man hier hinten kommt, im Mehrspielermodus. Seht ihr dieses Ding da? Könnt ihr euch noch an nach dem Tutorial erinnern? Ja, das ist so jetzt eine kleine... Mitten im Sprung. Ach, diese Musik. Die ist noch geiler als Fire Emblem, ganz ehrlich. We found it buried under the rubble. My father's VS. I'm sorry to always leave the fighting to you. This is about all I can do to help. Got it. Your father's VS still has a working engine. If we repair the body, we can use it. It's a bit old, but it'll do the trick. Sis! Huh? This is no ordinary VS! What do you mean? This engine has been enhanced. This might be the most advanced VS ever made. Well, Wayne? I'll ride it. And I have my first target in mind. Your father fights with you. Thank you. Get yourselves to cover. Let's go. Ah, so episch. Nein, nicht Wayne. Wayne gibt's erst im nächsten Part wieder. Und dann zerstören wir, vernichten wir das Green Eye mit dem VS unseres Vaters. Das ist halt so der japanische Kitsch immer. Aber es ist schon echt schön, echt gut gemacht, ganz ehrlich. Und für die Leute, die es nicht kapiert haben, der erste VS war von uns. So. Sprich, wir sind da eigentlich direkt neben dem Green Eye gestrandet. Ja klar, wir waren ja da vorher drin. Gut, dann also bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Part. Euer Gabba. Tschüss.